Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. So, wir haben den Durchsuchungsbefehl. Das musste ich aber gerade nochmal spielen, weil das leider nicht gespeichert hatte. So, und dann gehen wir jetzt zurück in den Club. Genau, dann können wir ja direkt nochmal ins Notizbuch gucken, weil jetzt noch ein paar Sachen aufgetaucht sind, die wir vielleicht sogar schon uns angesehen hatten, aber dadurch, dass ich es eben nochmal spielen musste. Durchsuchen Sie das Clubhaus. Das ist ja eine ziemlich klare Anweisung. Ansonsten haben wir hier, sie wurden von Inspektor Lestrade von Scotland Yard offiziell autorisiert, das gesamte Grundstück des Bowles Clubs des Archäologischen Instituts von London zu durchsuchen. Das ist ja nett. Und hier Symbole. Auf der Rückseite des Maya-Kalenders sind Symbole eingraviert, das hatten wir aber auch schon. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon gelesen haben. Der Maya-Kalender trägt einen Fluch in sich. Der Mord wurde so verübt, wie die Prophezeiung es vorhersagt. Da das Opfer ein Mitglied des Archäologieclubs war, sollte auch das Clubhaus untersucht werden. Genau, und dafür ist ein Durchsuchungsbefehl notwendig. Gut. Das war's aber, glaube ich. Und hier können wir dann auch schon fortfahren. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir so entdecken in diesem Clubhaus. Da wird schon irgendwas versteckt sein. Steht zu Diensten, Mr. Holmes. Ja, ich weiß, das sagt ihr immer. Ach, das sind jetzt die Clubmitglieder. Oh, Sir Charles, ein Mord in seinem Club. Einfach schrecklich. Ja, vielleicht war das aber ja selber. Mal gucken. Oh, ach ja, stimmt, der Kalender wurde ja zu den Beweisstücken gebracht, was ja auch sinnvoll ist. Sir Charles, ich habe einen Durchsuchungsbefehl und möchte einen Blick in das Clubhaus werfen. Gut. Hier, der Schlüssel. Aber ich protestiere. Na, das ist mir völlig egal, dass Sie protestieren. In meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Ich glaube, es gibt wichtigere Dinge. Soll durch den Speer der Statue gestorben sein. Warum sagt die Polizei nichts? Wir haben das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Es gibt noch keine Wahrheit, das ist das Problem. Wir müssen erstmal herausfinden, was hier los ist. Was sagen die da hinten? Oh, wie schrecklich. Ob der Club jetzt geschlossen wird? Ich glaube nicht, wegen dem Zwischenfall noch nicht. Außer er ist in Wirklichkeit der Mörder, der Charles. Was haben wir denn hier alles Schönes? Also, gucken wir uns das alles ganz in Ruhe an. Ein Schachbrett. Was haben wir denn dort? Nachricht von der Bank. Sehr geehrter Sir Charles, hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass wir eine weitere Tranche auf das Konto Ihres Clubs überwiesen haben. Allerdings wurden aufgrund früherer Verzüge die Zahlungsperiode auf einen Monat und die Kreditsumme auf 1000 Pfund reduziert. Falls Sie weitere Informationen über Ihr Konto benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an den Direktor unserer Bank, Mr. Black, Buchhalter bei der Lloyds Bank. März 1881, Juwelier Ness und Söhne. Sir Charles Jellingham, wir bestätigen den Erhalt Ihres Verkaufsgegenstands. Ein 458 Gramm schwerer Teil einer Massivgoldstatue aus Guatemala. Wir erklären uns damit einverstanden, diesen Gegenstand zu erwerben. Der fällige Betrag wird innerhalb von 48 Stunden nach Zustellung dieses Briefes gezahlt werden. Obwohl diese Transaktion vollkommen legal ist, versichern wir Ihnen, dass die gesamte Angelegenheit vertraulich behandelt wird. 458 Gramm ist ganz schön viel für Massivgold. Mann, oh Mann. Sir Charles war einst Hauptmann der Armee. Aha, so, das ist grün. Ich guck mal zur Sicherheit. Moment. Tatsächlich. Was ist das? Bestellungen für Abendveranstaltung. Für Mr. Olivier, Geschäftsführer von Royal Parties, zwecks Organisation der Feierlichkeiten im Zuge der Preisverleihung unseres Bowls Clubs. Die Bestellungen für die Abendveranstaltungen, 20 Kisten Champagner, Restaurantabendessen für 40 Personen, musikalisches Ensemble für die Unterhaltung, 30 Blumenarrangements als Tischdekoration und Einladungskarten für die Gäste. Ich weiß, dass das recht kostspielig werden wird, aber bitte gewähren Sie mir eine vertretbare Frist, nach der die Zahlung erfolgen soll. Wie wir das ja bereits beim letzten Großauftrag gemacht haben. Vielen Dank im Voraus. Ich habe den Eindruck, dass er allgemein so ein bisschen Finanzprobleme hatte, beziehungsweise das Ganze zu organisieren. Ah, wieder ein Brief von der Lloyds Bank an Sir Charles. Von Brittany Loveless, leitende Buchhalterin bei der Lloyds Bank. Sehr geehrter Sir Charles, unseren Unterlagen zufolge sind Sie erneut in Verzug mit der Zahlung Ihrer Kreditraten an uns. Wäre aber auch nicht schlecht, ich zahle ab heute mit Kreditkarten.
Und das zum vierten Mal. Jede Zahlungsverzögerung führt zu einer Strafgebühr von 7 Pfund und 10 Schilling? Keine Ahnung. Nach eingehender Beratung stimmen wir Ihren Vorschlag zu, einen Teil der Sammlung Ihres Clubs in Zahlung zu nehmen. Oh. Die Objekte werden in einer privaten Auktion versteigert und der gesamte Erlös wird mit Ihrem Kredit aufgerechnet. Ja, er hatte wirklich Probleme. Der Club kann offensichtlich seine Bankschulden nicht zurückzahlen. Das ist wirklich ein interessantes Ergebnis. Was haben wir denn hier noch? Ein Messer. Ah, ich dachte, das könnte ich nehmen. Nee, wohl doch nur den Brief. Telegramm von Greystoke. Yellingham, ich habe es hier schon vor allen gesagt. Sie dürfen den Kalender nicht weggeben. Ich will ihn untersuchen. Wir müssen noch vor der Preisverleihung darüber reden. Ich habe die andere Person bereits über die Sache in Kenntnis gesetzt. Zacharias Greystoke. Eine Nachricht an Sir Charles von Zacharias Greystoke. Zacharias. Sorry, es heißt natürlich Zacharias. Okay, wir können was Neues kombinieren. Charles Yellingham hat eine große Familie. Das stimmt, ist wirklich groß. So eine Brille, ein Buch, da ist noch ein Foto. Der 50. Geburtstag von Lord Stevenson. Ah, wir haben alles entdeckt, was es hier zu entdecken gab an diesem Tisch. Da bin ich aber stolz auf uns. Wir können uns ja erstmal noch ein bisschen umgucken, bevor wir hier kombinieren. Hier ist eine Bar. Da scheinen wir nichts machen zu können. Ah, aber hier sind ganz viele Bilder. Expedition nach Guatemala. Wer dieser Mann wohl ist? 1881. Das ist Sir Charles Yellingham, der Direktor des Clubs. Der hier? Oh. Zacharias Greystoke. Aha, es gab also noch eine dritte Person. Wahrscheinlich ist das der andere Mann. Aber welche Bedeutung hat dieser andere Mann? Dum, dum, du. Da spielen sie Bowls. Okay, das scheint... Ah, da! Guatemala 1881. Sieht nicht wie ein Bowls-Turnier aus. Oh. Leere Stelle? Das Bild sieht beschädigt aus, oder aber bearbeitet. Ich nehme es mit. Ah, okay. Scheinbar können wir es vervollständigen. Vielleicht an unserem Labortisch. Das ist natürlich cool. So, was haben wir denn hier hinten noch? Boah. Ach, das sind vielleicht die Sachen, die in Zahlung gegeben werden. Diese Antiquitäten sehen wertvoll aus. Ah, was ist denn? Okay. Da kann ich nichts drücken. Ich gucke jetzt überall, von allen Seiten. Irgendwo muss ja... Ah! Das ist wohl ein Teil einer Statue aus Guatemala. Aus massivem Gold. Das ist ein Vermögen wert. Ach, das ist das, was da beschrieben war. In dem Brief. Hilfe! Ah, hier! Dieses Stück wurde sauber und gekonnt abgesägt. Das ist ja fies. Sowas Schönes beschädigt quasi. Nur um es mitzunehmen und daran zu verdienen. Das darf man nicht. Diese Truhen wurden kürzlich geliefert. Sie stammen aus der Sammlung von Zacharias Greystoke. Hm, musste er das vielleicht hergeben? Für den Club? Und deswegen war er nicht einverstanden? Na, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal noch abwarten. Dieser Metallglobus ist beeindruckend. Oh ja, das ist er wirklich. Ui. Einige Teile fehlen. Einige Teile fehlen. Das ist mysteriös. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht finden wir da noch was, was dann da reinkommen kann. Hier ist nichts. Da! Was haben wir denn hier? Wertvolle Kleinigkeiten. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Robert. Interessant. Alle Besitzer dieser Sammlungen sind verstorben. Aha. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Sutherland. Alle verstorben. Mhm. Hier können wir auch nochmal gucken. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Smith. Und hier? Das ist echt krass, dass sie alle gestorben sind. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Blinkhorn. Ist überhaupt nicht verdächtig, dass die alle tot sind. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Brumsby. So, und die haben natürlich alles immer dem Club hinterlassen. Hm, sehr verdächtig. So, jetzt gucken wir mal eben. Was haben wir denn da? Achso, wir müssen zu den Hinweisen. Also, Greystokes Sammlung wurde nach seinem Tod an den Club vermacht. Sir Charles war allein Was ist denn hier? Clubschulden? Vielleicht das mit dem hier. Tatsächlich. Und hier haben wir dann Clubschulden. Sir Charles wollte, dass Greystoke stirbt, um seine Sammlung zu erhalten und verkaufen zu können. Zu können? Oder Sir Charles hätte jede andere Sammlung aus dem Club verkaufen können.
Eigentlich hätte er jede verkaufen können. Er hatte jede Menge da. Wieso muss er unbedingt die von Greystoke verkaufen? Eigentlich ergibt das keinen Sinn. Oder? Ich sehe das jedenfalls nicht so. Ich nehme es erstmal. Erstmal nehme ich es so. So, was haben wir denn noch? Wurde durch einen Speer getötet? Sir Charles wusste, dass Greystoke in der Mordnacht im Club sein würde. Maya-Kalender? Sir Charles war allein. Ich weiß gar nicht, hatten wir nicht hier schon die meisten... Sir Charles... Ah, Moment. Greystokes Besuch, genau. Sir Charles... What? Hatte die Zeit und die Gelegenheit, sich auf den Besuch seines Opfers vorzubereiten. Yep, das stimmt. Fakten über die Tat? Körperliche Stärken? Nö. Das auch nicht, dann passt nix. Okay. So, dann müssen wir jetzt mal das Bild vervollständigen, würde ich sagen. Ohne geht es nicht. Moment. Ist das da? Ach so, das ist Licht. Oh Mann. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder in die Baker Street. Genau. Da öffnen wir erstmal unser Notizbuch und gucken uns mal an, was wir hier Neues haben. Der Schlüssel für die Tür des Clubhauses vom Bowles Club des Archäologischen Instituts von London. Der Club hat Schulden bei der Lloyds Bank. Sir Charles hatte vor, einen Teil der Schulden mit der antiken Sammlung eines verstorbenen Clubmitglieds zu begleichen. Sir Charles und Zacharias Greystoke besitzen je einen Teil einer Goldstatue. Sir Charles hat ein Telegramm von Greystoke erhalten, in dem dieser seine Absicht mitteilt, noch vor der Preisverleihung zum Club kommen zu wollen. Ah, da müssten wir nochmal nachhaken bei ihm, glaube ich, bei Sir Charles. Eine manipulierte oder beschädigte Fotografie aus dem Clubhaus von einer Expedition nach Guatemala. Offenbar müssen alle Clubmitglieder ihre Sammlung nach ihrem Tod dem Club vermachen. Ja, das hatten wir ja schon geschlussfolgert. Aber das ist bedenklich, weil dann kann es eigentlich echt nicht sein, dass er Greystoke umbringen wollte. Ich meine, was bringt ihm das dann? Wir machen jetzt erstmal das Bild. Und dann müssen wir leider doch nochmal zurück, um Sir Charles zu befragen, fürchte ich. Da kommen wir nicht drum herum. So, die Karte brauchen wir ja jetzt nicht. Hey! Ich hoffe, der Knochen stammt nicht aus Watsons Sammlung. So. Ich höre irgendwie so komisches Geflüster im Ohr. Also. Dieser Bereich wurde übermalt. Ich muss herausfinden, was sich darunter befindet. Okay, also dann brauchen wir wahrscheinlich hier dieses Lösemittelzeug. Und dann hier so rauf. Ich dachte schon, ein Tropfen, ey. Jetzt die Farbe vorsichtig mit einem Tuch entfernen. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, da ist noch jemand. Ist ja krass. Und wer ist das? Müsste ich den kennen? Ich erkenne ihn nicht. So. Aha, da ist eine weitere Person abgebildet. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Sehen Sie, dieser Mann mit geschwollenem Auge war aus dem Bild herausretuschiert worden. Die Folgen eines Kampfes etwa. Oder was meinen Sie? Vielleicht. Oder das Symptom einer seltenen tropischen Krankheit, die in Zentral- und Südamerika vorkommt. Südamerika, brillant, Watson! Nichts zu danken. Yeah! Ist sie tödlich? Nun, er könnte sie überlebt haben. Ich werde Sir Charles fragen, aber was der wohl antwortet? Ich habe eine Idee. Solche Krankheiten werden nur im Krankenhaus für tropische Krankheiten behandelt. Ich habe dort ein paar Bekannte. Oh ja? Ich höre mich mal um. Es ist unwahrscheinlich, aber wenn der Fremde in London ist, werden sie ihn kennen. Vielleicht ist er zu sowas wie einem Handlanger von ihm geworden. Und Moment, mal gucken, ob wir hier was kombinieren können. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Genau, weil er vielleicht so mega entstellt worden ist, dass er jetzt ja nur noch ihm so zuarbeiten kann, dem Charles. Und deswegen hat er sich vielleicht als Statue verkleidet, weil er sehr stark ist. Keine Ahnung, gucken wir mal. So, hier haben wir noch was. Erfragen, Fotografie aus dem Club. In dem beschädigten Teil der Fotografie aus dem Clubhaus von der Expedition nach Guatemala ist ein Mann abgebildet. Okay, wir haben hier wirklich einige Sachen, die wir erfragen müssen.
Wir müssen nur mal gucken, ob wir auch nochmal nach Scotland Yard gehen wollen, um mit Lestrade zu sprechen. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass es notwendig ist. Aber gucken wir mal. Erstmal gehen wir jetzt zu Sir Charles. Beziehungsweise, wie können wir denn dann überhaupt mit Watson reden, sobald er was herausgefunden hat oder eben nicht? Oh, da war ich gar nicht gewesen. Hört man hier was? Aber wo ist die Statue? Ist sie etwa verschwunden? Was macht sie denn da mit dem Gesicht? Ein abscheuliches Verbrechen. Ganz abscheulich. Und was sie da mit dem Gesicht macht, ist auch ein bisschen bedenklich. Ah. Hatten wir ihn schon analysiert komplett? Ja, ne? Ich guck nochmal zur Sicherheit, aber ja, hatten wir. Also. Sir Charles, Sie sagten, dass Sie nicht wüssten, warum Mr. Greystoke zu solch später Stunde hier war. Genau, ich habe keine Ahnung. Telegramm. Aber Mr. Greystoke hat Ihnen geschrieben, dass er zusammen mit einer weiteren Person vorbeikommen würde. Ah, nun ja, das stimmt. Er hatte sehr viel Aufhebens um den Maya-Kalender gemacht. Daher wollte er mich vor der Siegerehrung sehen. Aber ich weiß nicht, was er genau wollte oder wer diese weitere Person ist, von der er sprach. Eine feine Sammlung, jedoch mit einer verstörenden Gemeinsamkeit. Oh, alle Stücke stammen von unseren Mitgliedern. Posthume Spende. Aber nur von verstorbenen Mitgliedern, auch von Mr. Greystoke. Ja, aber es ist eine Clubvorschrift, dass alle unsere Mitglieder ihre Sammlungen im traurigen Falle ihres Ablebens uns vermachen. Wobei dann wiederum, da er ja wusste, dass er dieses krasse Goldstück hat, ne? Vielleicht ist das ja doch so viel mehr wert als alles, was die ganzen anderen Mitglieder hatten, dass er doch da unbedingt drankommen wollte an das Goldstück. Ich habe dieses Bild an ihrer Wand gefunden. Wer sind die anderen Männer? Vor allem der Herr mit dem geschwollenen Auge. Ach, das ist der arme Mr. Allbit. Er starb vor 14 Jahren an Fieber auf einer Expedition nach Guatemala. Auf der Suche nach einem Tempel der Quiché. Doch es ging alles schief. Wir konnten den Tempel nicht betreten und die Expedition endete im Chaos. Das bin ich. Und das Zacharias. Und da ist Bernard Marley, ein weiteres Mitglied. Er ist auch hier, dort beim Podest. Er ist übrigens auch derjenige, der die schreckliche Statue gebaut hat. Das ist auch schon 10 Jahre her oder so. Mr. Allbit war ein Mitglied. Wo ist seine Sammlung? Wenn ich das nur wüsste. Wir konnten sie nie finden. Interessant. Wir können scheinbar auch etwas uns hier anschauen. Expedition. Zacharias Greystoke war ein Teilnehmer der Expedition, die den Maya-Tempel der Quiché entdeckte. Vielleicht mit Maya-Kalender. Ja. Der Fluch von Tekun Uman existiert wirklich und er hat die Teilnehmer an der Expedition befallen. Ach Quatsch. Kein Fluch. Es gibt keinen Fluch. Dabei handelt es sich lediglich um eine menschliche Interpretation der Ereignisse. Natürlich. Was war hier nochmal gewesen? Oh, was ist das? Sir Charles weiß von dem Fluch. Er hatte die perfekte Gelegenheit für den Mord. Sir Charles weiß nichts von einem Fluch. Die Gelegenheit alleine macht ihn nicht zum Mörder. Tja, das ist die Frage. Weiß er was davon oder nicht? Ich traue mich gar nicht dazu, eine Entscheidung zu fällen, ehrlich gesagt. Wir gehen erstmal kurz rüber zu dem Typen da. Ja, ich weiß, dass ich was kombinieren kann, aber ich will erst noch mit ihm reden hier. Welcher ist denn das? Der hier. Bernard Marley, nehme ich an. Ich heiße Sherlock Holmes und muss Sie zu einer Expedition nach Guatemala befragen. Psst, nicht hier. Zu gefährlich. Hm? Nehmen Sie meine Karte. Besuchen Sie mich, dann können wir reden. Okay. Sehr seltsam. Gießereidirektor. Bernard Marley. Okay. So, dann gucken wir jetzt doch nochmal hier bei den Kombinaciones. Ja, das ist ja alles Sachen, die wir sowieso schon hatten. Wie kommen wir jetzt nochmal zu dem anderen rüber? Ach, so, okay. Moment. Sir Charles hätte jede andere Sammlung aus dem Club verkaufen können. Ich meine schon, aber okay, warten wir mal ab, was daraus noch wird. Es gibt keinen Fluch. Und er hatte die Zeit, sich vorzubereiten. Ich weiß es nicht, ob er es wusste. Ich denke aber schon, oder? Der muss doch was davon gewusst haben. Ich nehme mal das hier. Oh! Guckt mal. Da wird das da auch rot. Okay, wir fahren jetzt erstmal zu
Gruber oder wie hieß er? Wo ist er denn? Da, in die Grub Street. Deswegen Gruber. So, Notizbuch. Was haben wir denn da? Finden Sie mehr über Bernard Morley heraus. Bernard Morley hat die Statue von Tekun Uman vor 10 Jahren hergestellt. In dem beschädigten Teil der Fotografie aus dem Clubhaus von der Expedition nach Guatemala ist ein Mann abgebildet. Okay, den haben wir aber ja jetzt, eigentlich haben wir doch herausgefunden, wer das ist. Ich weiß gar nicht, warum da jetzt noch auf Erfragen steht, aber das ist hier echt ein bisschen strange. Zeig nochmal. Was wäre denn, wenn ich jetzt nicht gewusst nehmen würde? Ah, aber heißt blau, dass man richtig liegt? Das wäre ein bisschen zu easy, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß hier noch gar nicht, was wir wählen sollen. Ich warte noch. Ich will erstmal noch ein paar Informationen hier haben, ein paar Hinweise. Oh! Keaton Street? Okay. Ich weiß gar nicht genau, wo wir jetzt hin müssen. Hier scheinbar nicht. Grubon Street war das oder so. Gumbold Row? Keaton Street? Wahrscheinlich hier hinten lang. Oh! Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Bin mir nicht sicher, aber das müsste die Straße sein, die leicht bergauf führt, ganz in der Nähe hier. Okay, danke sehr. Die leicht bergauf führt. Also ich sehe hier keine Straße, die leicht bergauf führt. Da ist noch jemand, den können wir ja vielleicht fragen. Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Suchen Sie doch selber. Bin ich viel zu faul für. Die leicht nach oben führt. Was ist das? Cranny Street. Ah, hier. Die leicht nach oben führt. Das sieht doch gut aus. Grub Street. Kann man mit dem reden? Express Services, England and Scotland. Ah, da. Das ist sie, glaube ich. Die Foundry. Oho. Das sieht wirklich nach einer Gießerei aus. Pferd von Pedro Alvarado. Das war ein Conquistador, glaube ich. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ja, er ist in seinem Büro. Die Tür neben der Frauenstatue, dort in der Ecke der Werkstatt. Okay. Frische Kratzer. Aha. Sehr verdächtig. Hierher hätte man eine Statue bringen können und sie verschwinden lassen können, indem man sie dann einfach einschmilzt. Goll, jede Menge Kohle. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Nee. Mecker, mecker. Voll unnett. Oh, das sieht ja gruselig aus. Das wird bestimmt Minotaurus. Und das wird so eine Frauenstatue. Ist hier noch was? Ah, Moment, tatsächlich, oder? Ein Ofen zum Metallschmelzen. Da sind nochmal... Hier wurde etwas Großes und Schweres bewegt. Mr. Holmes, verzeihen Sie, dass ich so abrupt wegging. War kein sicherer Ort zum Reden. Hier ist es sicher? Ja, besser hier, nicht im Büro. Meine Gießerei ist gut geschützt. Ah, beruhigend. Okay, gucken wir ihn uns erstmal an. Das ist ein schmutziger Kragen. Er ist nachlässig. Ich meine, er arbeitet in der Gießerei. Ich finde, da kann es schon mal passieren, dass der Kragen schmutzig ist, aber okay. Amulette, Schutzamulette. Ah, er ist abergläubisch. Er glaubt also auf jeden Fall an diesen Fluch. Denke ich jedenfalls mal. Huch. Nötig für Feinarbeiten oder er ist kurzsichtig. Nötig für Feinarbeiten. Da unten war noch was an dem Handgelenk. Eine kleine Verletzung. Komplizierte Arbeit, arbeitet mit groben Gegenständen. Komplizierte Arbeit. Okay, weiter geht's. Da haben wir eine Wow, was ist das denn? Ölverschmierte Hände, Ölgeruch. Okay. Lederflicken stützt sich häufig auf den Ellbogen ab. Hm.
Bernard Morley ist noch nicht ganz 45 Jahre alt. Er besitzt eine Gießerei und ist Mitglied des Archäologieclubs. Er ist nachlässig und lebt höchstwahrscheinlich alleine. Morley ist ein abergläubischer Mensch, was an den Schutzamuletten zu erkennen ist, die er trägt. Es ist offensichtlich, dass er viel Zeit am Schreibtisch verbringt und mit scharfen Gegenständen und Schmierölen arbeitet. Seine Arbeit erfordert eine hohe Konzentration. Er benötigt seine Brille für Feinarbeiten. Kannten Sie das Opfer, Zacharias Greystoke? Ja, er war ein guter Freund. So ein gutes Karma. Bis gestern. Kennen Sie den kränklichen Mann da auf diesem Bild? Bei Jupiter. Orbit. Ach nee, das war ja Orbit. Der Arme fand in Guatemala den Tod. Eine schreckliche Krankheit machte ihm den Garaus. Waren Sie Freunde? Nein, aber er war ein aktives Mitglied und ein tapferer Mann. Zu tapfer. Man kann nicht gegen die Götter der Kitsche kämpfen. Und die Expedition? Sie suchten einen Maya-Tempel? Ja, den Tempel von Tekun Umar. Eine von Charles' vielen dummen Ideen. Wir fanden den Tempel, aber eine Art seltsame Kraft hielt uns davon ab, ihn zu betreten. Eine böse Aura. Es war Tekun Umars Wirken. Wir alle spürten das. Orbits Zustand verschlechterte sich urplötzlich. Wir konnten nichts tun. Und jetzt, mit Zacharias Tod, ist der Fluch neu entflammt. Nach 14 Jahren. Prophezeiungen sind zeitlos, auch im Jenseits. Es gibt kein Entkommen. Glaubte Greystoke an die Prophezeiung? Das ist keine Frage des Glaubens, verstehen Sie nicht? Zacharias meinte, dass wir den Fluch mit Hilfe des Kalenders stoppen könnten. Welch Irrsinn. Er hatte mir eine Nachricht geschickt. Er wollte mit mir zum Club und Charles davon abbringen, den Kalender als Preis zu verleihen. Aber sie gingen nicht. Ich wusste, dass Charles nicht einlenken würde. Aber der Kalender würde eh nicht helfen. Tekun Uman ist viel zu mächtig. Dann wussten aber doch auf jeden Fall alle von dem Fluch, würde ich sagen. Ihr Verhältnis zu Charles Yellingham ist... nicht gut. Wir sind keine Freunde. Aha. Wissen Sie, die meisten seiner Expeditionen gehen schief, weil er zu fokussiert ist auf seine Möchtegern-Karriere in der Politik. Er hat politische Ambitionen. Das ist noch untertrieben. Er will unbedingt ins House of Lords und versucht, durch den Club dorthin zu gelangen. Was auch der Grund für seine Management-Misserfolge ist. Und doch kann er immer Geld auftreiben, wie auch immer. Ja, wir wissen, wie er das macht. Was sagen Sie dazu, dass die Statue verschwunden ist? Ich weiß nicht, aber ich habe nichts damit zu tun. Nichts. Statuenherstellung? Fotografie aus dem Club, Maya-Kalender. Aber Sie sind doch der Erbauer der Statue. Stimmt. Aber das war vor 10 Jahren. Das können Sie mir nicht vorwerfen. Kann ich das nicht. Immerhin ist das die Statue, die für den Mord verantwortlich ist. Nein, es ist Tekun Umar. Aber wer hätte ahnen können, dass er eine einfache Kopie einer Statue auswählen würde? Niemand. Ich muss nun los, noch Papierkram erledigen. Wir haben zu lange gesprochen. Er könnte uns hören. Tekun Umar. Leben Sie wohl. Bestimmt hat er die Statue da drin, könnte ich wetten. Aber da kommen wir leider nicht rein. Ach, so ein Mist. Okay, wir können wieder was kombinieren. Tempel wurde nicht betreten. Sir Charles und Bernard Morley haben ausgesagt, dass es den Teilnehmern an der Expedition nicht gelungen war, den Tempel von Tekun Umar zu betreten. Verflucht seien alle, die entweihen den heiligen Tempel. Ach so, ich hätte jetzt aber wirklich gedacht, dass das zusammengehört. Weil sie haben den heiligen Tempel ja im Grunde nicht entweiht, weil sie ja nicht reingegangen waren. Aber okay. Dann würde ich ja fast sagen... Moment, wo waren das jetzt gewesen? Hier. Sir Charles weiß von dem Fluch. Ich glaube, er weiß davon. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der Fluch auf dem Kalender nur gemeint ist oder der allgemeine Fluch von Tekun Umar. Aber dann wäre ja doch das hier wahrscheinlicher. Und was ist, wenn ich das hier nehme? Was passiert dann? Oh, Sir Charles ist schuldig. Sir Charles Yellingham ist der Täter. Er hat die Legende um den Fluch genutzt, um Zacharias Greystoke zu töten und so an seine Antikensammlung zu gelangen. Er hat die flüchtende Statue lediglich erfunden, um seine Tat zu vertuschen.
Sir Charles hat für Geld und Macht getötet, er wollte Greystokes Sammlung haben, er muss ins Gefängnis. Sir Charles hat unter dem Druck von Schulden getötet, er ist ein Opfer seines rastlosen Lebens mit Karriere und Familie, Gnade ist angebracht. Tja, das glaube ich aber eigentlich so nicht. Aber es ist interessant, wir könnten das jetzt hier machen. Ich glaube, wir machen mal an der Stelle einen kleinen Cut und sonst probieren wir einfach mal dieses Ende aus und dann spielen wir einfach nochmal neu. Obwohl, ich weiß nicht. Es kann alles nicht sein. Hier fehlen noch Beweise. Nee, an dieser Stelle mache ich zwar einen Cut, aber wir gucken erstmal noch weiter. Wir werden noch ein bisschen weiter ermitteln und sicherlich noch etwas herausfinden, meine Lieben. Moment, was ist das hier eigentlich? Ein Bild von Tikkun Umang. Keine Oxidation. Dieser Metallarm war nie im Freien. Er gehört nicht zur Statue vom Bowls Club. Ach so, okay. Ah, dann würde ich fast sagen, wir müssen uns hier noch ein bisschen umschauen, hä? Vielleicht finden wir hier ja doch noch was. Das ist ein recht moderner Mechanismus. Alle Teile sind von hoher Qualität. Seltsam, so etwas in einer Gießerei zu finden. Aha, das ist also auch verdächtig. Wir müssen uns noch umschauen hier, meine Lieben. Das machen wir dann in der nächsten Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.